herzlich willkommen zum FIFA World Cup 2022 in Katar, zum Orakelspiel. Freunde, ich lasse hier nur zwei KIs gegeneinander antreten. Ich spiele das nicht, also wenn eure Mannschaft verliert, dann kann ich nichts dafür. Also nicht über mich schimpfen, sondern dann über FIFA schimpfen, könnt ihr gerne machen, da habe ich kein Problem mit. Es ist immer 24 Stunden vor dem tatsächlichen Spiel der WM, kriegt ihr hier diese quasi... Ja, ich nenne es das Orakelspiel. Seht ihr dann eben vorab die Partie. Wie gesagt, zwei Legenden-KIs spielen gegeneinander, wie die Originalpaarungen sind. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und lasst mir noch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß und auf geht's jetzt. Herzlich willkommen zum letzten Gruppenspieltag der Gruppe D. Heute Australien gegen Dänemark. Die Australier mit dem Sieg gegen Tunesien im letzten Spiel haben heute alle Möglichkeiten, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Mal schauen, was die Socceroos da machen. Dänemark mit der Niederlage gegen Frankreich und dem nur Unentschieden gegen Tunesien stehen heute auch wieder mit dem Rücken zur Wand. Wenn es weitergehen soll, muss ein Sieg gegen die Australier her. Ansonsten ist man raus, was schon in der Gruppe einiges bedeuten würde für Dänemark. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind eure Kommentatoren. Viel Spaß. Die Mission WM. Sie kann... Liebe Fußballfans, willkommen hier im Lusail Stadium. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Wir übertragen für Sie heute das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Australien gegen Dänemark. Das sind zwei Mannschaften, die in diesem heutigen WM-Gruppenspiel einiges zeigen wollen. Das Stadion ist voll, Stimmung ist super, es ist angerichtet für ein Fußballfest. Hier ist die Aufstellung von Australien. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Ist die heutige Aufstellung der Dänen. Torhüter ist heute Kasper Schmeichel. Andreas Christensen spielt mit Simon Kjær in der Abwehr. Thomas Delaney steht mit Christian Eriksen im Mittelfeld. Und im Sturm ist Kasper Dolberg. Durchgang 1. Wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Jamie McLaren. Moy. Jackson Irvine. Jetzt müssen sie aufpassen. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Jackson Irvine. Wie lautet heute? Aber ganz kurz, das könnte es sein. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Andreas Koff-Olsen. Damsgaard. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Er ist frei. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Thank you.
Sie holen sich den Ballbesitz. Dolberg. Neu. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Er kann es machen. Schön geklärt. Moi. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Noch ist die Chance da. Und jetzt ist diese Szene beendet. Es bleibt bei diesem Remis vorerst, und das haben Sie ihm zu verdanken, seiner Parade. Was war das für eine Riesenchance? Und er hält das Ding. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Moi. Jamie McLaren. Schöner Spielaufbau jetzt. Aber dann scheitern sie doch. Ballverlust. Delaney. Dolberg. Jamie McLaren. Könnte die Führung werden. Macht das ganz sicher. Macht da gut Druck. Nun Behig. Schöne Aktion. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Delaney. Er holt sich diesen Ball. Jackson Irvine. Schön durchgesetzt. Er macht zu. Andreas Koffholzen. Jetzt kann Dänemark über außen kommen. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Jetzt Eriksen. Die Dänen kommen. Er passt gut auf und hat den Ball. Gute Chance, aber vereitelt. Macht er ganz sicher. Daniel Wass. Man spürt es. Sie suchen die entscheidende Lücke. Dolberg. Mikkel Damsgaard. Der ist drin. Es steht unentschieden. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance.
Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Moi. Jackson Irvine. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. So, jetzt dieser eine Pass und dann wird's gefährlich. Er macht das da ganz sicher. Guter Spielaufbau. Aber sie finden die Lücke einfach nicht und dann ist der Ball weg. Damsgaard. Wir hören den Pfiff, das war's. Die erste Spielhälfte hier im Lusail Stadium. Christian Eriksen zeigt heute kein gutes Spiel, Buschi. Heute eher wie ein Fremdkörper in ihrem Spiel. In dieser Form kann er nicht helfen. Und nun kann sie losgehen, die zweite Spielhälfte in diesem ersten WM-Gruppenspiel. Die Chance für den Konter. Da ging es auf einmal ganz schnell und dann hätten sie fast das Tor gemacht. Ah, da haben sie ihr Tempo ausgespielt, das war ein richtig guter Konter. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Er holt sich vorne den Ball. Guter Pass. Und dann machen sie doch noch zu bei diesem Steilpass. Macht er ihn! Das war eng! Heubier. Kasper Dolberg. Daniel Wass. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Erstmal gehalten. Bekommen sie noch eine Chance. Fans können erstmal durchatmen. Jackson Irvine. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Abwehr muss aufpassen. Dolberg. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Damsgaard. Heubier. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Genau hinschauen jetzt. Der Block, Szene bleibt gefährlich. Dolberg. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Mikkel Damsgaard. Das wird Abschluss geben jetzt. Richtig gute Partie heute von ihm. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich.
Vorteil für die Dänen. Dolberg. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Eriksen. Das ist die Chance. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Kurz ausgeführt. Eriksen. Jetzt geht Eriksen dahin. Eriksen. Parade kommt aber weiter Gefahr. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Es ist ein begeisterndes Spiel, das uns beide hier bieten. Beide mit Druck nach vorne, beide mit vielen Torchancen. Das nenne ich mal unterhaltsam. Da sind sie da, guter Block. Bei dieser Ecke hoffen sie jetzt auf den Führungstreffer. Ecke in die Mitte. Gehalten war aber auch kein Kopfball, der hier für echte Gefahr hätte sorgen können. Ja, das war alles in allem eher schwach. Kehr am Ball. Andreas Koffholsen. Dolberg. Sie holen sich den Ball. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Aber dann schleicht sich doch der Fehler ein. Weg ist der Ball. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Mikkel Damsgaard. Und jetzt die Chance. Tor für die Dänen! Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber das ist einfach klasse gemacht, schön durchgesetzt, ein tolles Tor. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Ganz stark. Könnte den Konter geben. Dolberg. Stark gemacht, das könnte was werden. Doppelschlag, da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. Zwei Tore Führung jetzt. Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Goal. 3-1 heißt es also jetzt. Denmark, Number 10. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Daniel Vaz. Højbjerg. Andreas Koffholsen. Højbjerg. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Jamie McLaren. Toller Pass. Ist das der Anschlusstreffer? Der ist drin. Und jetzt kann es hier nochmal spannend werden. Also wenn er von da abschließen kann, dann macht er das Ding. Ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Kein Schnäuzig.
3:2 also. Da ist alles drin. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Die Dänen kommen. Ball läuft gut. Dolberg. Schöner Pass da. Da hat er durchaus Optionen. Daniel Wass. Højbjerg. Wie macht er den denn rein? Das Tor aus kurzer Distanz, hier haben wir noch mal ein Auge drauf, er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Vorteil für die Dänen. Gutes Tackling. Wie wird er entscheiden? Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Jetzt hat er den Ball erstmal wieder. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gäste sind also am Ende die Sieger. Tja, sie können hier gewinnen, am Ende doch ziemlich ungefährdet. 2 Treffer Vorsprung. Das sagt schon mehr oder weniger aus, wie das hier gelaufen ist. Christian Eriksen hat heute allen Grund, mit sich zufrieden zu sein. Der Sieg ist das eine, aber wenn du dann auch noch das Tor machst, dann kannst du wirklich zufrieden sein. Gab ja außerdem noch die ein oder andere Chance, war ein wirklich gutes Spiel, kann hier zufrieden sein. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Damsgaard, jetzt dieser gefährliche Steilpass. Er ist frei. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Schöne Aktion. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war ein... Man spürt es. Sie suchen die entscheidende Lücke. Dolberg. Mikkel Damsgaard. Der ist drin. Es steht unentschieden. Da ging es auf einmal ganz schnell. Und dann hätten sie fast das Tor gemacht. Ah, da haben sie ihr Tempo ausgespielt. Das... Macht er ihn. Das war eng. Das ist die Chance. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Doppelschlag. Da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. 2 Tore Führung jetzt. Toller Pass. Ist das der Anschlusstreffer? Daniel Wass. Højbjerg. Wie macht er den denn rein? Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die...